Hinter der erfolgreichen Call of Duty Black Ops-Reihe steckt der Entwickler Treyarch. Und in dieser Episode Geschichten eines Gamers sprechen wir eben über diesen Entwickler. Ich werde euch eine Geschichte erzählen über das erste Spiel von Treyarch und gleichzeitig auch über das am schlechtesten bewertetste Spiel Treyarchs und wahrscheinlich über das am schlechtesten bewertetste Spiel aller Zeiten. Also es wird spannend, bleibt dran, los geht's! Call of Duty gehört ja inzwischen wirklich zu einer der wirklich ganz, ganz, ganz großen Marken in der Videospielbranche. Und ich persönlich feiere auch total Call of Duty Black Ops. Ich finde den ersten Teil so megamäßig, da kamen nicht Black Ops 2 und nicht Black Ops 3 und vor allem auch nicht Black Ops 4 ran. Ich habe mir Black Ops 4 gar nicht erst besorgt, weil das ja nur auf Online-Multiplayer ausgelegt ist. Aber ich fand Call of Duty Black Ops richtig, richtig cool. Und ich bin einer, wenn ich ein Spiel mag oder eine Spielereihe mag, dann gucke ich auch immer mal wieder, wer hat sie natürlich entwickelt. Und dann gehe ich hin und gucke, okay, welche Spiele hat dieser Entwickler denn noch entwickelt und wie ist die Geschichte bei dem Entwickler und so weiter und so fort. Und für die Black Ops-Reihe ist nun mal halt Treyarch verantwortlich, neben Infinity Ward, die haben ja Modern Warfare gemacht und inzwischen ja auch Sledgehammer Games, die haben ja beispielsweise Call of Duty World War II gemacht. Wie dem auch sei, zurück zu Treyarch. Treyarch wurde 1996 von Peter Aikman und Dogan Coates in Santa Monica, Kalifornien gegründet. Und irgendwann, ein paar Jahre später, 2001, wurde Treyarch von Activision gekauft. Unter Activision haben die dann auch recht gute Spiele entwickelt, wie beispielsweise das erste Bond-Spiel unter Treyarch, ich glaube auch das einzige, nämlich 007 Quantum of Solace, fand ich persönlich mega geil, hat mich wirklich überrascht, fand ich sehr, sehr gut. Oder, was viele vielleicht gar nicht wissen, dass die Spiele von Treyarch sind, die Spider-Man Games auf GameCube, PS2 und Xbox, auch allesamt von Treyarch. Jedenfalls, unter Activision ging es Treyarch ganz gut und irgendwann kam halt der Auftrag, Black Ops zu entwickeln und den Rest kennt ihr, der Rest ist Geschichte. Aber ich möchte in dieser Episode auf das erste Spiel von Treyarch hinaus und da kam der Auftrag von Midway. Und das Ganze hat sich halt abgespielt, weil Midway die Lizenz bekommen hat, ein Hockeyspiel passend zu den Winterolympiaden 98 in Nagano, Japan zu entwickeln. Und da wohl dieser Lizenzdeal relativ spät kam für Midway und gar nicht so viel Zeit blieb, haben sie halt Treyarch beauftragt, mit dem bestmöglichen Ergebnis in der bestmöglichen Zeit halt ein Produkt abzuliefern. Und ja, dann hatte Treyarch natürlich eine etwas schwierige Aufgabe vor sich, weil noch nie ein Sportspiel entwickelt, noch nie vor allem ein Hockeyspiel entwickelt, was ja sehr physikbasiert ist. Und dann noch diese kurze Zeitspanne, aber es war der erste Job, das war der erste Auftrag. Und Peter Aikman und Dogan Coastal wollten sich das natürlich nicht vermasseln. Also, was, das ist so geil, was haben die gemacht? Die haben jetzt mal geschaut, okay, Activision hat ja eigentlich schon Hockeyspiele, auch sehr erfolgreiche Hockeyspiele und auch auf dem Nintendo 64, auf dem auch das neue Projekt erscheinen sollte. Wir reden hier von Wayne Gretzky's 3D Hockey. Kennt ihr die Spiele? Es gab ja zwei auf dem Nintendo 64, einmal Wayne Gretzky's 3D Hockey und einmal Wayne Gretzky's 3D Hockey 98. Und ja, dann, ich weiß nicht, von wem die Idee kam, ob Midway drauf bestanden hat oder ob tatsächlich Treyarch hingegangen ist und sich das erlaubt hat. Jedenfalls haben die dann tatsächlich Wayne Gretzky's 3D Hockey 98 genommen, haben nur die Skins ausgetauscht und die Player-Logos, also die Mannschaftslogos, und haben im Endeffekt die Eisfläche ein bisschen vergrößert, um die halt an die Fläche des Original-Eisplatzes anzupassen, wie der in Nagano gestanden hat, und haben ja im Endeffekt Wayne Gretzky's 3D Hockey quasi re-released als Olympic Hockey 98. Das, liebe Leute, ist das erste Videospiel entwickelt von Treyarch. Wobei entwickelt hier schon wirklich zu viel gesagt ist. Denn wie gesagt, das ist dasselbe Spiel.
wie Wayne Gretzky's 3D Hockey 98. Nur die Skins, also sowas wie Trikotfarben, die Mannschaftsfarben und natürlich die Mannschaften an sich sind getauscht worden. Bei Wayne Gretzky's 3D Hockey waren es NHL-Mannschaften, also Ligamannschaften. Und hier sind es natürlich die internationalen Mannschaften, mit denen man spielt. Das ist ja eine Olympiade. Und mehr auch nicht. Und dementsprechend war das Spiel natürlich auch sehr, sehr zeitnah fertig. Und Midway ist tatsächlich hingegangen, wie ihr hier seht, und hat das Ganze veröffentlicht. Hier steht historisches Sportdebüt. Die NHLPA-Liga nimmt an den Olympischen Winterspielen teil. Ne, auf der Rückseite. Und ganz klein da unten, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da ist das Logo von Treyarch. Jedenfalls war das Spiel dann fertig und ging auch an die Presse raus und wurde extrem miserabel aufgenommen. Kann man ja auch verstehen, denn die Presse hat gesagt, Leute, was soll das? Ihr habt hier kein neues Spiel entwickelt. Ihr serviert uns einfach dasselbe Spiel nochmal mit anderem Namen und den anderen Spielern. Und IGN war da ganz, ganz bitter. Die haben nämlich Olympic Hockey 98 eine Null gegeben. Also die haben wirklich im Review geschrieben, wir schreiben eine neue Review, wenn Midway ein neues Spiel produziert. Unglaublich, oder? Das heißt also, Olympic Hockey 98 hat von IGN tatsächlich eine 0,0 bekommen. Das war eine wirkliche Wertung. Die haben jetzt nicht gesagt, wir verweigern die Wertung. Nö, nö, nö. Die haben dem Spiel einfach eine 0 spendiert. Lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Wie geil ist das denn? Und ja, natürlich ist dann nie mehr was passiert. Olympic Hockey ist tatsächlich als Olympic Hockey erschienen und ja, liegt jetzt hier. Und ich habe mich damals schon gewundert, als ich das auf dem Nintendo 64 gespielt habe, wieso es denn dasselbe Spiel ist wie Wayne Gretzky's 3D Hockey. Es war mir damals schon suspekt und nachdem ich mich so ein bisschen eingelesen habe, ja, habe ich da so ein bisschen die Hintergründe erfahren und überlegt mal, wie viel Glück eigentlich Treyarch hatte. Denn eigentlich nach so einem Patzer, wenn das heute einem Studio passieren würde, was denkt ihr, was heute los wäre? Das Studio würde keine zwei Tage bestehen, bevor es zerbersten würde unter dem ganzen öffentlichen Druck und den ganzen Shitstorms, die entstehen würden. Aber Treyarch hat das irgendwie anders hingekriegt. Die haben weiterhin Bestand gehabt und haben das ganze Jahr erschienen 98, haben irgendwie noch 3 Jahre durchgehalten, haben in diesen 3 Jahren auch noch beispielsweise Triple Play 2000 fürs Nintendo 64 und für die PlayStation entwickelt. Das Ganze war so ein Baseballspiel. Und irgendwann 2001 kam halt der Deal mit Activision. Und ab da ging es für die Jungs von Treyarch ja aufwärts. Also wirklich, wirklich Glück gehabt, muss man sagen. Ich hätte die damals, wenn ich Midway gewesen wäre, gefeuert. Es sei denn natürlich, Midway hat ihnen den Auftrag so erteilt. Das weiß ich nicht. Jedenfalls ist das Ganze so erschienen. Fand ich total kurios und wollte es euch mal erzählen. Ist also eine ganz, ganz kurze Geschichten eines Gamers Folge. Aber nicht desto trotz eine sehr, sehr witzige, wie ich finde. Kanntet ihr die Geschichte schon um Olympic Hockey 98? Wusstet ihr, dass das Ganze von Treyarch kam? Von den renommierten Call of Duty Entwicklern? Und wusstet ihr, dass das Ganze tatsächlich nur ein Rebranding von Wayne Gretzky's 3D Hockey ist? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir quatschen da ein bisschen drüber. Ich für meine Teil habe für heute aber erstmal nichts mehr zu erzählen. Nächstes Mal gucken wir uns einen richtigen Klassiker für bei Geschichten eines Gamers an. Also mein nächstes Thema steht schon quasi fest. Ich muss das nur noch abdrehen. Freut euch drauf. Jetzt bin ich aber erstmal weg. Freue mich auf eure Kommentare. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Adios, euer Andi.